Sie suchen eine Lösung für den Umgang mit gebrochenen Nähmaschinennadeln innerhalb des Produktionsprozesses? Dann ist das patentierte Qualitätsmanagement INH von Grotz-Beckert die Antwort. Als passgenaue Lösung für die Handhabung von Nadelbruch und die digitale Dokumentation aller Nadelwechsel unterstützt INH dabei, die Compliance-Vorschriften ihrer Auftraggeber einzuhalten und die Effizienz in ihrem gesamten Produktionsablauf zu erhöhen. Der Nadelausgabewagen, der eigens für das Qualitätsmanagement INH konzipiert wurde, ersetzt den Nadelausgabeschalter. Er dient als Aufbewahrungsort für neue Nadeln, als Sammelstelle für gebrochene und gebrauchte Nadeln sowie als Ort für die Dokumentation aller Nadelwechsel. In der ersten Schublade des Trolleys befinden sich zwei separate Behälter, in denen gebrauchte und gebrochene Nadeln getrennt voneinander gesammelt werden können. Die Nadeln können dazu über die zwei verschließbaren Öffnungen in der Arbeitsplatte eingeworfen werden. Um die erste Schublade unabhängig von den anderen Schubladen verschließen zu können, verfügt der Trolley über ein doppeltes Verschlusssystem. So kann der Zugang zu dieser Schublade auf autorisierte Personen beschränkt werden. Alle anderen Schubladen werden über ein zweites Schließsystem verschlossen. Zwei Schubladen des Trolleys dienen der Aufbewahrung von neuen Nadeln. Sie bieten Platz für jeweils 36 Verpackungseinheiten à 100 Nadeln. Angebrochene 10er-Module können separat aufbewahrt werden. Zudem sind im Trolley verschiedene Werkzeuge untergebracht, die für die Suche nach Nadelbruchstücken herangezogen werden können. An der Seite des Trolleys befindet sich außerdem ein Magnetbesen, der bei der Vorwärtsbewegung des Trolleys Metallteile vom Boden aufnimmt. Für die Suche nach Nadelbruchstücken rund um die Nähmaschine kann er abgenommen werden. Um die Nadeln und Metallteile vom Besen zu lösen, kann der Magnet deaktiviert werden. In einer weiteren Schublade können elektronische Geräte wie zum Beispiel ein Tablet oder ein Nadeldetektor untergebracht werden. Mit dem Nadeldetektor kann das Nähgut auf Metallteile untersucht werden. Die unterste Schublade enthält ein Hängeregister zur Aufbewahrung verschiedener Dokumentationen sowie einen Sammelbehälter für leere Verpackungen. Zum Einsammeln von Nadelbruchstücken steht die patentierte Nadelrückgabebox zur Verfügung. Anhand der integrierten Längenskala kann schnell erkannt werden, ob alle Bruchstücke gefunden wurden oder nicht. Ein spezieller Magnet hält die Bruchstücke sicher in der Box. Zur Übergabe von Nadelbruchstücken und gebrauchten Nadeln kann die Box sicher verschlossen auf der Arbeitsplatte des Trolleys abgelegt werden. Die digitale Dokumentation der Nadelwechsel erfolgt direkt am Trolley über die App INH AdSight. Dafür wird die geöffnete Nadelbox auf der kleinen Halterung abgelegt. Der Data Matrix Code hält alle Informationen für eine schnelle Dokumentation bereit, die in einfachen Schritten über die App erfolgt. Alle Komponenten des Nadelausgabewagens sind für ergonomisches Arbeiten optimiert und ermöglichen eine Arbeitsweise gemäß Lean und 5S. So hilft der Einsatz des Qualitätsmanagements INH nicht nur dabei, die Compliance-Vorgaben ihrer Auftraggeber einzuhalten, sondern trägt auch zur Verbesserung der gesamten Effizienz und zu einem sicheren Endprodukt bei. Überzeugen Sie sich selbst!